Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, wenn ihr beim Kopieren bzw. beim Einscannen eures Multifunktionsgerätes auch solche Streifen hier habt, dann habe ich in dieser Anleitung die Lösung für euch. Das Papier wird nun beim Scannen hier über diesen Schlitz hier eingezogen und erfasst. Und dann entstehen hier leider unschöne Kopierstreifen, aber die sind ganz einfach zu entfernen, denn die haben in 99% aller Fälle eine Ursache. Und zwar liegt das sehr, sehr häufig zum Beispiel an solchen Korrekturmäusen oder auch an Tippex. Hier kann man das ganz gut erkennen. Hier hat sich etwas von dieser Korrekturmaus gelöst und auf dem Scanner ja festgesetzt. Und dann ist es so, wenn das einzuscannende Blatt hier lang fährt, dann wird dieser ja Fleck mit erfasst und dann gibt es halt diese unschönen Kopierstreifen. Das Ganze kann man wirklich sehr, sehr einfach beheben. Einfach mit einem feuchten Tuch das hier reinigen. Und dann noch einmal trocken abwischen. Ja, und schon kommt das nächste Papier ohne Kopierstreifen sauber raus. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Peverick.